und zum dritten Mal. Hallöchen, Leute! Und ich darf richtig gute Laune willkommen. Hi. Endlich wieder Sims. Sagt das nicht beim Ladebildschirm. Seht ihr dieses Zucken? Böse. Da! Bin richtig gut drauf! Gib Gas, Digga! So. Digga, geh zur Arbeit. Warum machst du euren Geschirr? Hör mal, killst du? Weil er ordentlich ist. Geh arbeiten. Mann, mach's wenigstens. Oh, ey, halt du Scheier, meine Eier hier. Er brennt. Was ist mit er sollte da weggehen, vielleicht. Meinst du? Was ist das? Ja, was soll ich denn machen? Was ist denn für eine Kacke? Warte, was? Die geht weg! Warum brennt der auf einmal? Weil er nicht kochen kann. Warum sollte er nicht kochen können? Guck ihn dir an, er sieht aus wie ein Meisterkoch. Er sollte duschen gehen. Er muss arbeiten! Die erste Aufnahme lief viel besser. Und dann kam mein behinderter Bruder! Danke. Alles klar. Der muss doch seit einer Stunde bei der Arbeit sein. Es hat gebrannt. Sein Telefon klingelt. Geh ran, geh ran, geh ran, geh ran. Geh leise stellen. Nein, ich will rangehen. Ja, ist doch, hat doch schon aufgehört zu klingeln. Das ist viel zu kurz bei Sims. Du musst zur Arbeit gehen. Du musst auf ihn raufklicken. Guck mal, er wird bei der Arbeit vermisst. Das blinkt da unten. Ich sehe es, wenn du mich auch einmal voll quatscht. Ich wollte dir nur helfen. Nein! Hier scheiß Tasten. Ich mach gleich auf. Dann lass ihn doch erstmal aufhören zu reparieren, damit er zur Arbeit gehen kann. Warum gehen die scheiß Tasten nicht, ist meine Frage. Ich doch nicht. Oh. Laborani. Ebenor. Handolze Pau. Monk, yes. Yakana. No melody. Snowbe. Hey, please. Bumita Flan. Monk, yes. Garza. Oh, Franga Gwis. Melode. Safara. Yabasani. Oh. 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 Die haben nicht so viel Geld, ne? Wir müssen tunen. Und die haben eine Rechnung am Briefkasten. Was ist denn das? Weil es vorhin da stand. Als es auf einmal gebrannt hat. Warum schreiben die dann dahin? Wieso ist sie inspiriert, weil sie die Rechnung bezahlt hat? Die ist doch wegen allem inspiriert. Das ist also Käferin. Das ist aber die blaue Haare. Und... Sieht vollkommen abnormal aus. Alles geht doch kaputt in dieser Bude. Ja, weil sich auch alles viel zu blöd anstellt. So ist er zur Arbeit gegangen. Na, wie soll er sonst zur Arbeit gehen? Er hat heute ausgezeichnet Arbeit geleistet, er war voll angespannt, dachte ich. Achso, weil er angesenkt ist. Duschen wieder? Geht auch nicht. Kann ich empfehlen. Na, die Wespen hier schon wieder. Oh, ein bisschen duschen, duschen. Blablabla. Bin ich mir schmutzig heute. Ich rede mit mir selbst über das Wetter, weil ich sonst niemanden dafür habe. Oh.
Aber der Frosch ist bestimmt auch tot, den die haben, ne? Toll. Müssen wir einen neuen Herd kaufen. Welcher Frosch? Da, der auf der Kommode. Oh. Nein. Kannst du ins Inventar setzen, wenn du willst. Och, ey Leute, ihr könnt da nicht hier den ganzen Kack kaputt machen. Ich raste aus mit euch, das geht nicht. Sie guckt sich den an. Findest du toll? Ja, ich glaube, das ist klasse. Guck mal, wenn sie jetzt inspiriert ist, dann könnte sie jetzt was schreiben. Das wird dann richtig gut. Echt? Ja. Bist du sicher? Ah ja, siehst du? Siehst du, ist hier. Warum? Weiß ich nicht. Kann nie schaden. Aber sie muss doch, um befördert zu werden, irgendwas machen. Urlaube! Warum ist denn der immer auch schmutzig? Weil seine Kleidung verbrannt ist. Warte. Nee, nicht so, Kollege, nicht so. Nee. Und die Kleidung auch, ja? Oh Mann, ich weiß doch nicht. Spiel ich Sims oder spielst du Sims? Du! Ja? Oh, jetzt habe ich einen Weg, jetzt habe ich angespannt. Ich kann nicht mehr. Guscha Blanco. Siehst du, dass er nicht verbrannt? Ah. Kannst du seine Persönlichkeit ändern? Ist ja doof. Ja. Ziemlich. Stromer Gang. Ich kann den Körper ändern, ne? Nein. Ich will seine Kleidung ändern, genau das war's. Bizeps zeigen, Bizeps. Hipster. Okay, also ich wollte ja nur gucken, ob es da verbrannt war. Außer speichern? Oh Gott, ich hab schon wieder Angst. Oh Max, oh Max, ich kann nicht speichern. Ich kann speichern. Das scheiß Spielschutz immer ab, Leute. Letzter Dreck, nicht kaufen. Also beim Reisen stürzt es ab. Und, ja. Und wenn das kein Reisen war, weiß ich auch nicht. Warum hat denn jetzt die Kacke pausiert? Ja, leg dich hin, ist gut. Du, was da jetzt gelegt wurde. Hat der Probleme in seinem Leben, ey. Wo ist die denn schon wieder? Pipi. Kacken. Meine hier. Macht doch keiner weg, wa? Mann, ich dachte, die können nicht mal selbst leben, aber nee, können sie irgendwie nicht. Manchmal das Gemüse draußen noch. Ne, macht immer die hier, wa? Alles ernten. Ja. Aber erstmal besser, ne? Warum ist die jetzt angespannt? Die wurde noch nicht angezündet. Achso, weil es Feuer gelöscht wurde. Deswegen ist sie angespannt. Bleib bei ihr. Aber die kann auch noch nicht so Gartenarbeit, glaube ich. Sieht so aus, ja. Ey, Kollege. Kollege, was machst du? Nicht quatschen. Die wollte auch pennen. Was ist das denn jetzt? Verspielt werden. Instrument kaufen. Warum will die ein Instrument kaufen? Man kriegt sein Instrument. Weil sie voll kreativ ist und so. Ist aber nicht. Hat die sich überhaupt ein Instrument verdient? Warte. Wo war das nochmal mit kaufen? Du weißt ja am besten. Ja, links, unten, ja. Und jetzt ob weiter eins hoch. Ach so. Nein, du bist immer noch bei Komfort. Dann sagst du. Aber mir kannst du das ja nicht sagen. Du hättest jetzt was Hobby oder sowas auswählen. Aktivitäten. Musikinstrument, mein Spätzlein.
Du wolltest Hilfe. Ja, ich wollte nicht mein Spätzlein hören, oder? Eine Semivaria-Geige ist billiger als eine Gitarre, alles klar. Also ich nehme jetzt mal an, das soll eine Art von... Stranivari, ne, wie heißt der? Genau, Stranivari. Ah. Sein. Wieso steht die denn im Raum? Damit ich sie ihr geben kann. Ach so. Jetzt hat sie sie. Damit sie jetzt glücklich ist. Ach, seid doch nicht alle angespannt. Ach, jetzt will sie mit mir plaudern auf einmal. Auf einmal! Die schlafen auch den ganzen Tag, wa? Es ist erst 6 Uhr. Ja, den ganzen Tag. Nur am Schlafen, juckt die nicht. Ah, machst du ja kaputt, machst du ja kaputt. Blöde Kuh. Die hat keinen Job, wa? Doch, ja? Die ist Praktikantin. Was ist denn das für ein Job? Ach so. Als Astronautin, ja. Okay. Ach, auf einmal. Aber sie muss gleich zur Arbeit. Was ist gleich? Um 8 Uhr, schätze ich mal, oder? Ja. Boah, auf einmal ist sie ja angebannt. Jetzt hast du weggeklickt, dass sie zur Arbeit geht. Ist doch nicht dein Ernst. Doch, du musst auf sie raufklicken. Einmal. Okay, dann erst um 8 Uhr. Also. Aber ich nehme euch nicht weggeklickt. Aber da war ein Kopf von. Ja, weil sie da. Sag mal. Du machst alles immer kaputt. Nee, da kann ich mal pinkeln, der Junge. Immer diese Männer. Kann der dann auch ruhig mal sauber machen? Nö. Wie die rumläuft. Auch deine Entscheidung. Ja. Wieso macht sie das jetzt eigentlich sauber und nicht er? Alter, weil er doch bei sich machen kann. Oh, jetzt will sie noch Essen haben. Ah, jetzt geht's langsam los bei der hier. Hat so einen Wunsch. Noch einen Kaffee. Da, warum sieht das? Ich hab das doch gerade erst ersetzt. Ach nee, was daneben. Hier, kann man was essen. Super. Nom. Ja, mach Teile plündern. Ah, sie wollte erstmal essen, dachte ich. Kochen. Was kochen wir denn? Ein Schokokuchen. Gutes Frühstück, denke ich. So, machen wir essen, Schatz. Machen wir essen, zack, zack, hier. Kaffee, Toast, mir egal was. Sag mal. Wo hat denn die ganzen Fähigkeiten her? Ja, irgendjemand musste ja die letzten 10 Folgen Essen machen. Ja, wahrscheinlich der Krise, oder? Also wer sonst, wenn nicht Krise? Komm mal, der macht ja auch gerade Essen hier. Jetzt kochen die zusammen. Bei ihm sieht es sehr interessant aus, aber sie kochen. Fast so wie bei dir. Fick dich. Hat sie... Hast du das gerade gesehen? Fast so wie bei dir! Was? Nee, ich hab's nicht gesehen. Hat ein Foto von ihrem Essen gemacht! Nee. Erstmal zu Instagram. Ja, siehst du, wie schön der den Salat umrührt? Wie gesund der sich ernährt und die frisst Schokokuchen. Ja. Und grinst dabei. Joa, ganze Stück drin! Nom! Ah, ich ess meinen Salat. Ja, ja, ich esse meinen Kuchen. Ansonsten? Ich sehe so gut aus heute. Na, du auch. Na, Buna Shorbeck. Borne Cape. Ich mich so gesund ernähre. Ich rede gern mit den Menschen da draußen. Hey, der Jogger hat einen Lack. Bestimmt cool. Geil.